Jo Leute, Digga, was geht ab? Der ehrenhafteste Ehrenmann ist mal wieder Motherfucking Team hart am Start. Und Leute, wie ihr vielleicht merkt, ist das heute mal ein ganz anderes Format als normalerweise. Heute, wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt, geht es um eine Black Story. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, Digga, bist du vielleicht im Rotlichtmilieu? Nein, ich bin nur in meinem Zimmer, aber man kann das definitiv mit einem vergleichen. Egal. Zu wild mal wieder gewesen, aber heute geht es, wie schon gesagt, um eine Black Story. Also der ein oder andere Bre weiß vielleicht nicht, was eine Black Story ist. Eine Black Story ist eine Geschichte, die erfunden wurde oder vielleicht auch wahrer Begebenheit entstanden ist. Und in der Story geht es eigentlich darum, dass ich euch eine Überschrift gebe, einen Einleitungssatz und ein Bild. Ich nehme das, wie ihr gerade seht, mit einem ultra mega wilden Equipment auf. Deswegen habe ich die Möglichkeit, nicht euch das Bild irgendwie einzublenden. Ich werde es versuchen, aber könnt ihr jetzt schon vergessen. Könnt ihr jetzt schon vergessen. So. Und eure Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, wie diese Person gestorben ist und warum. Ja, das ist jetzt eure Aufgabe. Das mit nur einer Überschrift, einem Einleitungssatz, oder es sind zwei, keine Ahnung, und ein Bild herauszufinden. Im Normalfall stellt ihr mir Fragen und ich antworte mit Ja oder Nein. Da das aktuell leider nicht geht, da ihr ein YouTube-Video anschaut und mir keine Fragen stellen könnt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure kranken Vorstellungen wären, wie diese Person wirklich gestorben ist. Ja, also würde mich mega wild interessieren. Aber jetzt genug von der Einleitung. Jetzt bellen wir los mit meiner Black Story. So, es ging ihrem Baby gar nicht gut. Es bekam sehr schwer Luft und konnte nicht richtig atmen. Sie weinte bitterlich und versuchte alles, ihr Kind zu retten. Es war kompletter Lockdown. Niemand durfte und konnte mehr heraus. Alle Türen waren luftdicht verschlossen. Man konnte sie noch nicht mal von innen öffnen. Sie hatte sehr viel Druck. Sie sprang aus dem Fenster, um ihr Kind irgendwie zu retten. Sie hatte Hoffnungen, dass auf der Straße vielleicht ein paar Militärleute sind und ihr irgendwie helfen konnten. Doch es war der dritte Stock. Sie überlebten nicht. Frau L. hatte Schizophrenie und Angststörungen. Frau L. war vor Corona physisch labil, nachdem sie ihren Mann mit einer anderen im Ehebett erwischt hatte. Frau L. hatte zwei Kinder. Eines ihrer Kinder hatte sehr schweres Asthma. Während dem dritten Lockdown verlor sie ihren 6-jährigen Sohn und musste zuschauen, wie ihr kleiner Junge qualvoll an Corona starb. Das hatte sie physisch so hart belastet, dass sie Schizophrenie und Angstzustände entwickelte. Sie hatte niemanden, mit dem sie reden konnte. Sie war ganz alleine mit ihrem Kind zu Hause. Während dem vierten Lockdown, den man im Volksmund der Lockdown der ewigen Einsamkeit nannte, haben sich Frau Els und Schizophrenie und Angststörungen ins Unermessliche gesteigert, da sie monatelang isoliert war. Durch die Schizophrenie hatte sie Wahrnehmungsstörungen und die Angststörungen sorgten dafür, dass sie alles als Gefahren sah. Ihrem Baby ging es gut. Es weinte einfach, weil es halt ein Baby ist. Frau L. dachte, ihr Kind hätte einen Anfall, bohrte einen Kuli in den Hals des Kindes, weil sie das öfters mal im Fernsehen gesehen hatte. Sie dachte, das hilft. Es half natürlich nichts. Das Baby schrie ganz laut, starb dann wegen den Verletzungen und verblutete. Der Rest der Geschichte ist ja bereits bekannt. Der Fall von Frau L. ging in die Geschichte von Deutschland ein. Es wurden danach Maßnahmen getroffen, dass jeder deutsche Bürger Kontakt mit einer anderen echten Person von mindestens 2 Stunden am Tag hat, wie zum Beispiel durch Skype-Konferenzen. Doch das ist nur die offizielle Geschichte. In ihrem Blog und besonders ihrem Haus wird geglaubt, dass Frau L. ihr Kind mit Absicht getötet hätte. Denn es wurden mehr als nur ein Loch im Hals der Leiche des Babys gefunden. Und ihre direkten Nachbarn sagen, dass sie während dem Vorfall nicht bitterlich geweint, sondern teuflisch gelacht hatte. Ah!
So Leute, Digga, das war's mal wieder komplett, Alter. CBU ist motherfucking goddamn hart raus. Vergiss nicht, mein Video zu liken, mir ein Abo zu geben und meinen anderen Scheiß anzuschauen. Bin mal echt gespannt, was ihr so in die Kommentare geschrieben habt. Digga, und ich bin jetzt motherfucking goddamn, aber wirklich jetzt raus.